Hallo meine lieben Freunde des guten Geschmacks. Heute machen wir eins der bekanntesten Essen der indonesischen Küche, nämlich Nasi Goreng. Bami Goreng und Nasi Goreng sind beide ziemlich bekannt. Nasi Goreng wird mit Reis gemacht, Bami mit Nudeln. Wie bei jedem anderen gebratenen Reis auch super wichtig hier, dass ihr den Reis schon mal kocht und dann auch abkühlen lasst. Und dieses Abkühlen ist mega wichtig, damit der Reis eben auch die richtige Konsistenz hat. Dazu sage ich gleich noch mal ein bisschen mehr. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit einer Zwiebel. Ich werde die Knoblauchzehe hier erstmal so ein bisschen andrücken und dann noch mal ein bisschen feiner schneiden. Ist auch nicht schlimm, wenn sich Knoblauch und Zwiebeln schon so ein bisschen vermischen, denn die kommen sowieso gleich zusammen in die Pfanne. Stichwort Pfanne, die ist hier vorne auch schon am Vorheizen. Die ist so auf mittlerer bis hoher Hitze. Ihr könnt eine Wokpfanne dafür nehmen, ihr könnt aber genauso auch eine normale Bratpfanne nehmen, so wie ich es heute mache. Ich habe auch eine Wokpfanne zu Hause, aber die ist dreckig und ich war zu faul zum Abwaschen. Ich bin ehrlich, authentischer Content hier. Die Pfanne da vorne ist auf jeden Fall schon mal gut am Vorheizen und ich kümmere mich jetzt auch noch um ein bisschen Karotte. Bei der Karotte habt ihr zwei Optionen. Entweder ihr würfelt sie wirklich schön fein und schön klein, wenn ihr schon ein bisschen geübter seid mit dem Messer. Oder die andere Option wäre, sich einfach so eine grobe Reibe zu nehmen und das Ganze mit der Reibe dann zu reiben. Wichtig ist nur, dass die Karotte richtig schön klein geworden ist, damit die auch nicht zu lange gart. Denn wenn ihr jetzt so Karottenscheiben oder sowas macht, dann wird das Ganze ein bisschen zu knackig und ruiniert euch so ein bisschen die ganze Konsistenz von diesem leckeren gebratenen Reis. Ich liebe einfach so Rezepte, wo es richtig, richtig schnell geht und das kennt ihr ja auch von meinem Kanal. Hier auf Let's Cook kommen generell nur Rezepte, die einfach und schnell sind oder zumindest nicht sehr kompliziert sind. Deswegen, falls ihr neu seid, falls das vielleicht euer erstes Video hier ist, denkt auf jeden Fall gerne dran, den Kanal zu abonnieren und auch direkt die Glocke anzumachen, denn dann werdet ihr mal benachrichtigt, wenn ein neues Rezeptvideo bereit ist. Und ich bin auf jeden Fall fleißig und produziere schon ordentlich vor. Die Pfanne da vorne ist bereits heiß und deswegen gebe ich da jetzt ein bisschen Öl rein. Ihr könnt Sesamöl zum Anbraten nutzen, so wie ich. Das hat, wie ich finde, immer einen ganz schönen Geschmack, der auch richtig gut kommt in so einem gebratenen Reis. Ihr könnt auch Erdnussöl nehmen oder irgendein anderes neutrales Öl, was hoch erhitzbar ist. Das ist immer ganz wichtig, denn wir braten hier schon auf tendenziell hoher Hitze. Mein Herd ist auf Stufe 7 von 9. Und dieser Duft, der auch sofort in die Luft kommt, wenn man gutes Sesamöl hat, der ist unvergleichbar. Beim Sesamöl auf jeden Fall darauf achten, dass ihr helles Sesamöl nehmt zum Braten und das dunkle Sesamöl, es gibt nämlich zwei verschiedene, lieber nur zum Würzen. Sobald das Öl dann heiß ist, werde ich auch mal Zwiebel, Karotte und Knoblauch reingeben. Wenn ihr das Ganze scharf haben möchtet und es möglichst authentisch auch nachmachen möchtet, so wie in Indonesien, dann nehmt ihr auf jeden Fall auch noch ein bisschen Chili, würde ich trotzdem vorher entkernen, ansonsten wird es wirklich sehr, sehr scharf, aber im Grunde spricht nichts dagegen, da noch eine rote Chili reinzumachen, außer ihr kocht für eure Freundin, die scharfes Essen nicht so mag, wie in meinem Fall. So, das Ganze brät da schon mal ein bisschen an und wir haben Zeit, uns ums restliche Gemüse zu kümmern. Ich habe hier zwei super süße kleine Brokkoliköpfe, die noch übrig geblieben sind von einem anderen Essen. Die eignen sich super, um sie da reinzuwerfen. Außerdem ein Pak Choi. Ihr könnt genauso gut Chinakohl nehmen oder auch irgendwas anderes. Und ein paar Frühlingszwiebeln, die ebenfalls am Ende noch drüber kommen. Außerdem benutze ich auch gleich noch Tiefkühlerbsen, wenn ich es denn nicht vergesse. Mal gucken. Den Brokkoli zupfe ich dann einfach in so kleine Röschen und mache den möglichst klein, damit der auch nicht so lange garen muss. Also ich zupfe wirklich hier so diese kleinen einzelnen Bäumchen aus. Und weil heute bestimmt auch der ein oder andere Kochanfänger zuguckt, auch nochmal der Hinweis auf diese Pfanne. Ich arbeite mit den Pfannen von Hoffmann jetzt seit über einem Jahr und bin unfassbar zufrieden. Und ich habe auch letztens gesehen, dass viele von euch sich ebenfalls Pfannen und Töpfe von Hoffmann geholt haben. Und das Feedback war richtig genial. Und mich macht super glücklich, dass ihr auch so begeistert seid von diesem Kochgeschirr wie ich. Denn ich möchte euch wirklich hier nur Produkte empfehlen, hinter denen ich persönlich stehe und die vor allem für euch auch einen absoluten Mehrwert darstellen. Und deswegen bin ich echt glücklich, dass ausschließlich positives Feedback da kam von den Leuten, die sich das gute Teil geholt haben. Falls ihr euch, was das angeht, gerade neu eindecken wollt oder noch ein gutes Weihnachtsgeschenk sucht, dann findet ihr unter dem Video natürlich auch nochmal alle Infos zu dieser wundervollen Bratpfanne. Und einen Gutscheincode gibt es da unten übrigens auch noch. Zwiebel, Knoblauch und Karotte sind jetzt auf jeden Fall angeschwitzt und dementsprechend kommt ja als nächstes der Brokkoli mit rein, wird auch nochmal kurz mitgebraten und wir können uns als nächstes um den Pak Choi zum Beispiel kümmern. Pak Choi zu verarbeiten ist eigentlich super einfach, denn man zupft einfach hier die äußeren Sachen ab oder macht es noch kürzer, schneidet einfach unten diesen Strunk ab und dann hat man schon die ganzen einzelnen Blätter, muss vielleicht noch am Innenkern so ein bisschen was machen und schon hat man Pak Choi Blätter. Der Brokkoli wird da drin einfach ganz kurz mitgebraten. Der muss gar nicht so lange da drin braten. Und jetzt kommt die Zutat zum Einsatz, die das Nasi Goreng zum Nasi Goreng macht, nämlich Ketchup Manis.
Schaut mal, das ist so eine dickflüssige Sojasauce, die ein bisschen süßlich schmeckt. Ich gebe ungefähr mal so einen halben Esslöffel erstmal mit rein und brate sie so ein bisschen kurz mit, damit wir den Geschmack auch schon mal in die Zwiebeln, in den Brokkoli und alles andere bekommen. Da gebe ich gleich noch mal ein bisschen mehr nach. Direkt hinterher kommt dann unser vorgekochter Reis. Ihr merkt, der klebt so ein bisschen zusammen, weil der abgekühlt ist. Beim Reis solltet ihr auf jeden Fall Reis nehmen, den ihr bereits vorgekocht habt und am besten über Nacht im Kühlschrank gelagert habt. Dadurch passieren nämlich zwei Sachen. Einmal ist der Reis nicht mehr so klebrig, weil die Stärke sich ein bisschen verändert hat. Und außerdem trocknet er auch aus und lässt sich dadurch besser anbraten. Und falls ihr schon mal gebratenen Reis als 15-Jähriger, so wie ich, versucht habt, selber zu machen, und kläglich gescheitert seid, weil alles zusammengeklebt hat, dann war das wirklich der Hauptgrund, nämlich dass ihr den Reis nicht aufgekühlt habt. Nehmt also am besten Reis, der vom Vortag ist und dann über Nacht einfach im Kühlschrank war. Oder macht's wie ich, vergesst es an dem Abend und macht es dann noch schnell spontan vom Videodreh. Einfach Reis kochen für 2 Stunden in den knackig kalten Winter und dann ist die Reisqualität auch super. Könnt ihr natürlich auch mit eurem Gefrierfach austauschen. Also einfach Reis auf den Teller machen, ins Gefrierfach für 1 Stunde und dann sollte das auch funktionieren. Und das seht ihr auch hier schon, dass der Reis überhaupt nicht verklebt, sondern der bleibt praktisch voneinander getrennt und brät jetzt auch nochmal schön an. Ich habe an der Stelle hier Basmati-Reis genommen, den würde ich euch auch empfehlen, aber grundsätzlich geht natürlich auch Jasmin-Reis oder auch irgendein anderer. Wichtig ist nur, dass er angebraten werden kann. Und eine weitere Zutat kann ich jetzt an der Stelle auch schon mal reingeben, nämlich ein paar Tiefkühlerbsen. Das ist so ein Produkt, ich habe immer Tiefkühlerbsen zu Hause, denn die kann man immer mal wieder in so ein Essen mit reinwerfen und die geben einfach nochmal so eine schöne leichte Knackigkeit mit rein. Die gebe ich jetzt auch relativ zum Schluss hinein, damit sie nicht zu weich werden, denn ich mag es, wenn die noch ihre Form behalten. Wenn ihr das Essen für mehr als 2 Personen macht, dann macht es auf jeden Fall sehr gerne in einem Wok oder auch in so einer Hochrandpfanne, wo eben noch mal ein bisschen mehr von der Menge reingeht. Ihr merkt schon, meine Bratpfanne ist auf jeden Fall hier am Limit bei einem gebratenen Reis für 2 Personen. Wenn ihr merkt, dass es ein bisschen zu trocken ist, gebt noch mal ein klein wenig Öl auch mit zum Reis und mischt das einfach darunter. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren super leckeren indonesischen Zutat, nämlich Sambal Oleh. Das ist eine richtig tolle Chili-Paste, die so einen ganz eigenen Geschmack hat. Ist ein bisschen säuerlich und sehr, sehr lecker. Davon reicht auf jeden Fall so ein Teelöffel, denn wie vorhin schon erwähnt, möchte ich es ja nicht super scharf heute haben. Aber so ein klein bisschen Chili-Paste kann man auf jeden Fall reingeben. Das ist gut für den Geschmack. So, ich merke, an der Unterseite wird der Reis auch schon so langsam ein bisschen krokanter. Das heißt natürlich immer mal wieder so ein bisschen auch durchmischen, damit der Reis auch gleichmäßig angebraten wird. Hier ist es an der Stelle auch wichtig, dass ihr wirklich eine große Pfanne nehmt, damit der ganze Reis aufliegt und anbraten kann. Denn wenn ihr jetzt eine ganz kleine macht und den Reis drauf stapelt, dann brät natürlich immer nur so ein bisschen was ganz unten an. Den Pak Choi, den werde ich wohl erst zum Ende drüber geben, genauso wie die Frühlingszwiebeln. Die Frühlingszwiebeln können wir an der Stelle aber schon mal vorbereiten und klein schnippeln. Dazu könnt ihr jetzt gerne auch noch mal ein bisschen extra Soße geben, bis der Reis auch die richtige Farbe hat. Und ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, ich habe mir hier noch mal eine kleine Pfanne vorbereitet. Die werde ich jetzt schon mal erhitzen und dann ein Stückchen Butter mit reingeben. Denn ganz typisch für so ein Nasi Goreng ist auch, dass man das Ganze mit einem Spiegelei serviert. Man kann auch noch frische Tomaten und frische Gurken nebenbei auf dem Teller haben für so ein bisschen Frische. Tomaten werde ich mir auch gleich vorbereiten. Gurke habe ich heute nicht da, aber ist ja auch nicht so wild. Ich warte, dass da die Butter schmilzt. Den Pak Choi, den könnten wir jetzt an der Stelle eigentlich auch schon mal runterrühren. Einfach, dass der nochmal so ein bisschen zusammenfällt. Ich würde den gar nicht so ewig lang mitbraten. So 2-3 Minuten reichen auf jeden Fall schon aus. Und den rühre ich jetzt einfach so ein bisschen drunter. Dieses Essen, das könnt ihr natürlich beliebig erweitern mit anderem Gemüse. Wenn ihr jetzt sagt, hey, Pak Choi habe ich nicht zu Hause, ich weiß nicht mehr, was das ist, dann nehmt ihr halt Paprika oder dann nehmt ihr Staudensellerie oder was auch immer halt noch im Kühlschrank ist und weg muss. Bei einem gebratenen Reis gibt es generell keine Regeln und auch bei der Recherche für dieses Video habe ich bestimmt 6, 7 verschiedene Arten Nasi Goreng gefunden und ich habe mir nur 6 oder 7 angeguckt. Was schon mal bedeutet, dieses Essen, das wird auch in Indonesien total gefreestylt und es geht eigentlich einfach nur darum, Reste vom Vortag zu verbrauchen. Reste essen ist halt auch einfach eine gute Sache. So, die Butter hier, die schmilzt schon mal vor sich hin. Und jetzt haben wir auch so diese typische Farbe von dem gebratenen Reis, dieses schöne leichte Braun. Das kommt natürlich durch die Soße. Das Weiße von den Frühlingszwiebeln könnt ihr dann natürlich auch sehr gerne schon in den gebratenen Reis geben und ebenfalls nochmal ganz kurz mitbraten. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis das Ganze fertig ist, beziehungsweise auch das Spiegelei durch ist und dann haben wir ein richtig gutes Essen. Alles auf einen Teller, das Spiegelei daneben, ein paar frische Tomaten dazu, Chilisauce, wenn ihr möchtet, drüber, Limettensaft und ihr habt ein richtig erstklassiges Essen. Den Link zur Pfanne findet ihr nochmal unter dem Video in der Videobeschreibung. Lasst mir auch sehr gerne unter dem Video einen netten Kommentar da, freue ich mich immer drüber und ich wünsche euch einen guten Appetit. Bis dann, ciao.